Moin Freunde der schlechten Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem Video. Das wird ein Aufgebrauch-Video und ich mache in diesem Video etwas nicht, was ich sonst bei meinen Videos immer mache. In den letzten Jahren möchte ich sagen, vielleicht fällt es euch auf, schreibt es mir mal in die Kommentare, falls es euch auffällt. Wir fangen sofort an mit dem ersten Produkt und zwar von Isana, das Duschgel Kokoswasser erfrischende Pflege für sensible Haut. Das ist einmal dieses hier, das ist wohl noch relativ neu und das ist so ein klares blaues Gel und das muss ich sagen, hat mich wirklich überrascht vom Duft, Ökotest auch sehr gut abgeschnitten, nee gut, wir wollen es halt übertreiben. Ich fand das wirklich, wirklich toll vom Duft her. Isana oder später trocknen meine Haut immer aus und sie riechen danach nicht lange nach dem Duft. Bei dem war es anders. Es hat meine Haut nicht ausgetrocknet, es hat jetzt auch keine Feuchtigkeit gespendet. Aber es hat lange gerochen und wirklich nicht ausgetrocknet. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich kriege nämlich Hals. Ich habe das Gefühl, ich kriege Halsschmerzen. Jedenfalls sehr, sehr gutes Produkt. Würde ich mir nachkaufen. War übrigens ein Tipp von euch. Ebenfalls ein Tipp von euch war von Dresdner Sens Tag am Meer pflegend mit Sommerduft. Und pflegendem Kokosöl. Sanft und ausgleichend. Bei sowas muss ich nur mal aufpassen, dass ich mir dann nicht in der Wanne die Haare wasche. Wegen dem Öl. Ich kriege den Ölfilm dann ewig nicht raus. Riecht ziemlich gut, auch so ein bisschen nach Ananas. Auf jeden Fall sehr, sehr tropisch. Fand ich geil. Würde ich mir tatsächlich auch nachkaufen. Ich glaube, das ist auch schon mein zweites. Und das Geile ist, das Wasser ist richtig türkis. Also auch eine richtig geile Farbe. Dann aufgebraucht von Fah das Cream and Oil mit Mandelöl und Magnolienduft. Ist nicht meins. Riecht halt so ein bisschen wie Oma. Das ist mir zu blumig. Es riecht einfach extrem blumig. Und ich verbinde so sehr blumige Düfte immer mit Oma-Duft. Von daher jetzt nicht meins. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr blumige Düfte mögt, viele lieben blumige Düfte, ist das vielleicht was für euch. Dann bleiben wir bei Blumig, aber bei einem was ich liebe. Und zwar von Rosens, das Rosenwasser. Das ist einmal dieses hier. Das verwenden wir seit Mathildas Geburt für Mathildas Po anstelle von Feuchttüchern. Wenn der Po nämlich wund ist, dann ist es nicht sehr angenehm, den mit Feuchttüchern sauber zu machen. Tatsächlich auch sagt sie das auch. Also sie sagt dann auch, das tut ihr weh. Und deshalb nehmen wir dann seit jeher das Rosenwasser und das machen wir früh auch immer auf dem Wattepad und geben ihr das ins Gesicht und das auch schon seitdem sie ein Baby ist. Von daher, das wird immer wieder nachgekauft und hält ewig. Es sind 300 Milliliter drin. Ich meine, was hat die für ein kleines Gesicht? Das hält ewig lang. Dann eine Gesichtsmaske und zwar Balea Men Hydro Tuchmaske mit Frische Kick. Die hat mein Bruder aufgebraucht, als er hier war, weil wir ja ein ausgiebiges Sonnenbad genossen haben. Und ich glaube, die fand er gut. Also mein Bruder hat wirklich eine sehr, sehr trockene Haut, weil er halt auch nicht cremt oder so. Und da hast du wirklich gemerkt, innerhalb von ein paar Minuten fiel die Maske schon nach unten, weil die Haut die komplette Feuchtigkeit aus der Maske rausgesaugt hat. Also für Männer, die sich nicht so gerne eincremen, ist das mal was Schönes zwischendurch, finde ich. Dann ebenfalls eine Maske, die ich aufgebraucht habe von The Beauty Mask Company. Gibt es übrigens bei Rossmann. Feuchtigkeitsboost mit Kokoswasser und Kaktus. Ich glaube, das ist meine 8. oder 9. Maske davon. Also genau diese, ich liebe die. Ich liebe die vom Duft her. Die spendet so sehr Feuchtigkeit. Die habe ich bestimmt eine halbe Stunde oder sowas drauf. Und die hält trotzdem richtig, richtig lange feucht. Und die Haut saugt es aber trotzdem auf. Sieht danach sehr, sehr schön und gepflegt aus. Also das ist so eine Maske. Gerade wenn man was vorhat, ist die toll. So, dann ebenfalls eine Maske. Ihr wisst, ich bin leicht maskenaffin, könnte man sagen. Und zwar von... das ist das mit dem Panda. Oh, okay. Von, so heißt die Firma. Ich habe das auf Mallorca geholt. Brightening Gemstone Mini Mask. Also das waren so kleine Kristalle, die man sich dann halt auf die Haut auftragen musste. Und ich muss sagen, die war toll. Die war richtig toll. Dieses Brightening hat wirklich funktioniert. Also man hatte dann auch wirklich so richtig schön Ausstrahlung und Leuchtkraft. Das macht meine Bella Via Maske auch im genau dem gleichen Effekt. Aber manchmal habe ich auch einfach Lust, mir eine Tuchmaske aufzutragen. Wisst ihr, wie ich meine? Und da war das schon anstrengend,
weil da hatte man so viele kleine Teile, deshalb nicht so easy wie normale Tuchmaske eigentlich ist. Aber ich muss sagen, ich würde mir die nachkaufen. Also wenn wir nächstes Jahr wieder im Urlaub sind, werde ich auf jeden Fall gucken, ob ich die da bekomme. Also bis jetzt hattet ihr wirklich recht, ihr habt zu mir gesagt, die japanischen bzw. asiatischen Masken sind die besten. Und ich muss wirklich sagen, also die Tuchmasken sind echt richtig klasse. Ich finde ja auch die Garnier-Masken so geil. Aber im Gegenzug zu denen sind die nicht so gut. Also das ist echt krass, wenn man so den Vergleich hat. Dann hat die Nudi aufgebraucht Badekristalle Warm Up mit Sternanis und Marone. Die Vorfreude für die Badewanne. Das Geile war, dass das Wasser sich rot gefärbt hat und es hat richtig geil gerochen. Mathilda liebt sowas. Eigentlich immer, wenn wir baden, nehmen wir sowas. Also, und Kneipp ist wirklich eigentlich immer eine Bank. Von was wir enttäuscht sind, sind die TDZ-Bäder für Kinder. Die sind nicht so toll. Aber Kneipp ist echt genial. So, da sieht hier eine Bindenpackung drin, die ich versuche die ganze Zeit zu verstecken. Mein Gott, ey, hallo, Binden. Manchmal brauchen wir das, manchmal sind Tampons nicht so schön. Dann aufgebraucht von CD reine frische Dusche mit Baumwollblüte und grüner Tee. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon im letzten Aufgebraucht-Video gezeigt. Hammer. Geile Sommerdusche, wirklich richtig, richtig toll, richtig schön erfrischend. Dann ebenfalls auch von einer koreanisch war das Richtige, nicht japanisch, nicht asiatisch, koreanisch Marke. Von Kokostars Silence Mask Sheet, die ist mit Gurke gewesen, also das waren direkt so Gurkenstücke. Die war auch gut, die war auch wirklich, wirklich gut, also... Die sind schon gut, die Masken, ne? Also ihr hattet da echt recht. Und jetzt, um zum letzten zu kommen, und da muss ich wirklich sagen, die ist auch von der Marke Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir da zu viel vorgestellt habe. Die Illuminating Holographic Sheet Mask. Also das ist halt schon so geil, ne? Die Verpackung, die war auch richtig holographisch im Gesicht, hat jetzt aber keinen Glitzer gehabt, Gott sei Dank. Aber die war schon, also die Erwartungen an die Maske waren schon hoch. Hat sie nicht erfüllt. Die hat Feuchtigkeit gespendet, aber ich hatte jetzt bei ihr nicht so diesen Brightening-Effekt, wie ich ihn zum Beispiel bei dieser Maske hatte. Ja, also das werde ich mir auch merken. Die werde ich mir, falls ich dazu nochmal komme, nicht kaufen. Dann mein geliebtes Deo habe ich aufgebraucht von Garnier. Das Invisible Deo. Das nehme ich schon seit 10, 15 Jahren. Das ist einfach immer eine Bank. Das ist toll. Ich nehme ja auch die Deo-Creme. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Ich verwende die fast jeden Tag und komme nicht drauf. Ich verwende das immer im Wechsel. Mal die Deo-Creme. Und die Deo-Creme ist wirklich auch sehr, sehr gut. Aber manchmal ist mir der Duft zu intensiv. Also das mache ich immer so nach Gefühl. Dann hat Christoph einen Reinigungsschaum aufgebraucht. Den hat er auf Arbeit aufgebraucht. Und zwar den CD-milden Reinigungsschaum. Das Witzige ist, ich habe ja jetzt, ich selber benutze jetzt das Reinigungsgel von Bella Via. Und Christoph findet das auch so geil, auch vom Duft her. Und er will das jetzt auch mit auf Arbeit nehmen. Aber nee, also man kann es auch übertreiben. Dafür kauft er sich jetzt immer seinen CD-milden Reinigungsschaum. Und der ist auch super. Wenn ihr was Günstiges aus der Drogerie sucht zur Reinigung, also zur täglichen Reinigung, tolles Produkt. Dann aufgebraucht die Princess Eye Patches von auch Kokostar. Das sind Augenpatches für unter die Augen, die waren richtig gold, haben aber kein Glitzer hinterlassen und haben halt die Partie so ja optisch einfach strahlender, straffer aussehen lassen. Augenpatches sind mega. Also wenn ihr was vorhabt und ihr habt das Gefühl, ihr seht müde und so knittert aus unterm Auge, nehmt Augenpatches, jedes Alter, ohne Scheiß. Ich schwöre da drauf, ohne Mist, ich schwöre da drauf, das ist richtig, richtig gut. Dann hat Martina noch zwei Duschbäder aufgebraucht und zwar einmal die Waschgel Lotion Sensitive von HIP. Die ist toll, das ist, die verwenden wir seitdem sie geboren wurde immer. Die wurde uns damals von unserer Hebamme empfohlen. Das riecht für mich nicht nach HIP, das riecht für mich nach meinem Kind. Nina, die liebt es auch immer an Nudis Haaren zu riechen, wenn sie da ist, hat immer, das riecht so gut, das riecht so gut. Und das Witzige war, dann hatten wir dieses hier von Bübchen und da meinte Nina direkt, die Nudi riecht irgendwie anders. Und ja, sie roch anders, das habe ich geholt, weil bei Rossmann war eine Aktion, kauft zwei, bekommt zwei gratis. Davon haben wir auch noch zwei bei meinen Eltern dadurch eben stehen. Fand das Angebot halt mega gut, weil Bübchen ist ja auch eine gute Firma. Muss aber sagen, dass wir immer wieder daraufhin zurückkommen. Also ich
Dusch- und Badematte am liebsten damit ab. Also das ist wirklich so unser Duft, was Baby, die Kinderpflege betrifft. Dann von Kneipp Naturbad Drachenkrach, Kraft Farbzauberbad. Da hatte man einmal eine gelbe und eine rote und eine blaue Seite. Das war so cool, auch für Mathilda das zu beobachten mit den Farben. Sie ist gerade voll farbaffin. Sie spielt immer, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir wissen, was für eine Farbe hat. Von daher ist das total toll. Und die Farben vermischen sich auch toll miteinander. Das ist so ein Prozess, wisst ihr, das ist nicht so mit einmal, sondern das passiert so langsam. Das war sehr, sehr cool. Ja, dann habe ich noch aufgebraucht Augenpatches von... Das sieht aus wie Pantene. Das habe ich euch schon in meinem Haul damals gesagt. Die waren nicht so gut. Also die hatten wirklich kaum einen Effekt. Und wenn ich mir Augenpatches auflege, lasse ich die auch mal gerne eine Stunde, anderthalb drauf. Die hatten keinen Effekt. Also an der Länge der Einwirkzeit kann es nicht gelegen haben. Christoph hat aufgebraucht von L'Oreal Men Expert Hydrasensitiv. Die nimmt er seit Jahren, wenn er nicht seine Nivea-Pflege nimmt. Ich bin froh, dass er sich pflegt. Ich rede ihm da auch nicht rein, dass er kein L'Oreal benutzen soll. Wo ich ihn kennengelernt habe, hat er sich die dicke blaue Dose Pinatencreme immer ins Gesicht geklatscht. Also ich bin froh, dass er jetzt schon guckt und sich da auch ausprobiert, immer wieder bei L'Oreal oder Nivea, halt bei diesen leichten Gel-Textur-Cremes. Und er findet die sehr, sehr gut und die riecht mittlerweile, kann ich das auch sagen, krass, die riecht nach Christoph halt, ne? Der nimmt die jetzt schon so lange, die hatte ich ihm vor 7 Jahren das erste Mal gekauft und seitdem kauft er die sich immer wieder nach. Habe ich was richtig gemacht. Dann von Isana die Cremedusche Sanfte Olive, die hat Christoph gekauft. Die musste er dann auch aufbrauchen. Der Duft ist okay, aber ich mag keine Isana-Dusche später normalerweise. Also wie gesagt, das hier war wirklich mal eine Ausnahme. Ich mag das nicht, es trocknet aus, der Duft hält nicht lange. Nicht meins. Dann aufgebraucht meinen geliebten Augen-Make-up-Entferner von Isana. Der ist toll, der ist ölfrei, das ist für mich das Wichtigste. Der schminkt schnell ab, ohne dass ich rumrubbeln muss. Sowas brauche ich und möchte ich. Ach ja, was seht ihr hier? Hier ist die Nivea-Creme, die er auch gerne benutzt. Das ist diese, also nicht diese fette in der blauen Dose, sondern halt eine schöne, leichte Creme. Die riecht auch sehr, 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 sehr gut. Und damit ist er auch sehr zufrieden, weil er kauft sie, wie gesagt, immer wieder nach. Also vielleicht mal so ein Tipp für eure Männer. Nivea und die L'Oreal Cremes sollen sehr gut sein. Dann von UC Derm B Venom das revitalisierendes und intensives Anti-Aging Serum mit Bienengift. Freunde, die Bienen müssen dafür nicht leiden. Lest es euch auf der UC Derm Seite durch. Ich poste euch das auf Instagram. UC Derm gibt es mittlerweile über eine Versandapotheke. Ich muss mal schauen, dass ich euch das auf Instagram verlinke. Ich bekomme fast täglich Nachrichten zu UC Derm. Meine Haut sah noch nie so gut aus wie mit der Pflege von UC Derm und der Reinigung kombiniert mit Bellavia. Also ich reinige mein Gesicht ja komplett mit Bellavia-Produkten, Peeling Bellavia, Maske Bellavia und dann gebe ich mir halt immer danach, weil Bellavia halt noch keine Tagespflege hat, das Serum von oder die Serien von UC Derm drauf. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die noch keinen Online-Shop haben. Die könnten Umsätze machen, die haben so geile Produkte. Kann ich nicht richtig nachvollziehen, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Ne? So, dann haben wir von Lush Baby Seaweed. Das wurde mir von einer ganz, ganz lieben Lush-Verkäuferin empfohlen. Und das ist neben Bellavia die beste Maske, die ich seit langem ausprobiert habe. Du siehst wirklich, nachdem du diese Maske angewendet hast, dass deine Haut feinporiger ist, dass da was passiert ist, dass du ein Glow hast, dass die Haut einfach auch irgendwie aufgeräumter aussieht, dass Rötungen verschwinden. Ganz, ganz tolle Maske. Ich werde mir die auf jeden Fall nachkaufen. Die riecht himmlisch oder die roch himmlisch. Mittlerweile riecht sie ehrlich gesagt so, dass ich gerade fast kotzen müsste, weil sie halt, ist halt ein Naturprodukt und eigentlich gehört sie in den Kühlschrank. Alles klar. Oh, ich bin bei sowas ja empfindlich. Und ich habe mir ja auch, genau in diesem Haul habe ich euch auch die Maske gezeigt. Wie heißt sie denn? Oatmeal. Und die fand ich früher immer so geil. Und die ist auch gut, aber kommt nicht damit. Also die kommt nicht daran. Ich werde mir die Oatmeal-Maske das nächste Mal nicht kaufen, sondern werde mir zweimal diese hier BB Seaweed kaufen. Sie hat sich auch wirklich meine Haut angeguckt und hat halt so gefragt. Und daraufhin hat sie halt gesagt, versuch mal die.
Und sie hatte recht, die ist super. Ich liebe das, wenn Verkäuferin so, die war halt auch so, die hat es halt auch gefühlt, ne? Die hat Lush einfach auch gefühlt, sowas liebe ich. Naja, Freunde, das war mein Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch aufgefallen ist, ja, was anders war. Falls, vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen. Naja, ist auch wurscht. Jedenfalls wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut, tschüssi, deine Kütschelein.